So, guten Tag alle miteinander, wieder beim Let's Play von Might & Magic 1 und Secret of Inner Sanctum. Dieses Secret haben wir schon gelüftet, also bleibt nicht mehr allzu viel zu tun von den Quests, die es in diesem Spiel dann so gibt. Trivia Island haben wir schon gemacht, wir sind schon ein paar Mal nach Dragadune gelaufen, sehr häufig. Es gibt wohl, die Bäume haben wir auch erklommen. Die 13 müssten wir mal besuchen. Dazu laufen wir zum Crazed Wizards Cave. Ja, irgend so ein Zauberer hat selber eine eigene Höhle. Das ist wohl nicht dieselbe Höhle wie mit den anderen Zaubern, sondern eine andere. Und die findet man tatsächlich in C2, hier im Gebiet von Sorpigal. Ja, im Startgebiet. Es gibt hier übrigens einen Flecken auch noch, das kann ich auch mal zeigen. Nehmen wir ein paar Gnollen und kleineren Kreaturen. Oh, ein Stab plus 1. Wo man ein paar Gegenstände finden kann, die einem in einem Dungeon weiterhelfen würden. Und das ist hier bei diesem Gebirge. Das ist nicht impossible, sondern man kann da durch. Und hier findet man eine eiserne Box. Und in der befinden sich Gold, Robin Hooks, Smelling Salt und ein Bag of Garbage. Okay, a Bag of Garbage hilft einem in einem Dungeon wahrscheinlich weniger. Aber Robin Hooks hat ja den Jump-Zauber drin. Bag of Garbage ist verflucht, kann man aber für 50 Gold verkaufen. Und Smelling Salt hat Awaken. Also das Nützliche hier ist eben ein Awaken-Zauber mit nur einer Ladung. Aber betrifft dann ja alle, hoffe ich. Und eben ein Jump-Zauber. Und das kann man an dieser Stelle halt finden. Nicht, dass das besonders teuer wäre oder sowas. Aber wenn man ganz geizig ist, kann man hier das Geld dann sparen. Für diese Gegenstände. Too dense. Zu dicht. So, wo ist der Crazed Wizard Cave? Wahrscheinlich irgendwo in den Bergen. There's a cave here. Enter. Yes. So, und jetzt sind wir, nachdem ich hier ein paar Zauber angeschmissen habe, unter anderem auch Psychic Protection, sind wir jetzt im Labyrinth des verrückten Zauberers. Sieht ein bisschen aus wie Dragadune mit den drei Türen hier. Oh, ich werde durch die Gegend geschleudert und Splash, a pool of acid. Säure. Wir sind direkt in Säure gefallen und hatten uns 15 Lebenspunkte abgezogen. Ja. Allerdings sind das auch nur 15 Lebenspunkte, ein absoluter Wert, ein konstanter Wert und kein Prozentwert. Die sind ja weitaus schlimmer, weil ich meine, auf niederen Leveln wäre das hier schlimmer, aber auf höheren Leveln ist Prozentzahl natürlich schlimmer. Und ja, ich bin im Grunde genommen hier, ich habe eine Tour gemacht über mehrere Felder, aber diese Felder haben mich irgendwie ganz wild durch die Gegend geschleudert. Und zwar nicht überall dahin, wo die Pfeile eigentlich hinzeigen. Also von hier bin ich ja direkt nach 6-1. Ich hätte bei 6-1 landen müssen, ein Feld weiter, aber ich bin bei 4-0 gelandet. So als hätte das Spiel oder als hätte dieses Tool hier das nicht gecheckt, dass ich hier bei diesen Feldern schon war, weil das so schnell ging. Ich bin ja einfach nur hier so durchgerast. Man sieht richtig die Intervalle. Hier hat er drei Stück verpasst, da drei Stück, da zwei Stück, da zwei Stück, da zwei Stück, da zwei Stück. Die habe ich alle, ja, verpasst im Grunde genommen. Warum ist denn kein Licht mehr an? Oh, ich habe einmal gerastet, oder? Okay, das erklärt das. Nun gut, suchen wir den verrückten Zauberer. Der muss hier irgendwo sein. Fire Ants. Puff, Teleporter, der mich zu Acidic Blobs und einem Gnom bringt. Das ist ein Gnom. Ja, der Dungeon hier ist nicht besonders heftig. Und hier herrscht Dunkelheit, selbst wenn ich Licht anmache. Hier ist dann wieder Helligkeit, also in dieser Nische hier ist halt Dunkelheit. Was finden wir denn hier? Karyatid Guards und ein Acidic Blob. Anscheinend haben diese Truppen in diesem Dungeon alle irgendeinen Anführer, ob das jetzt ein Gnom ist oder ein Schleim. Button on the wall, press it.
Okay, damit können wir die Slides und Säurebecken deaktivieren, die es hier gibt. Hm, nicht schlecht. Also eine Art von Kontrollraum. Und hier auch wieder Riesenspinnen und die werden von einem Satyr angeführt. Ein Framework meldet sich auch mal wieder. Scheint wirklich ein Dungeon zu sein, in dem es hier... Anführer gibt. Hier, genau dasselbe. Ogre, die von einem White angeführt werden. Und der Anführer steht natürlich immer ganz hinten. Ne? Er muss ja strategisch Befehle erteilen. Hier sind es diesmal zwei Harpien, die Zyklopen anführen. Die Grafik finde ich auch immer witzig. Das sieht so ein bisschen dumm aus, der Zyklop. Ich bin Zyklop. Das ist schön. So, 3, 4. Ein paar Blitze. Ich finde einen Broadsword plus 1. Flamberge, Crossbow, kann alles weg. Ja, das ist einfach nur so ein Raum. Natürlich kann ich hier, wie sonst überall auch, einfach durch die Wände durchdiffundieren, mit Etheralisieren, wenn ich wollte. Oh. Das war jetzt kein Anführerkampf. Jetzt kann ich diese Felder auch ganz normal erkunden. Dino Lizards. Ja, keine Schätze. Weil ich den Knopf gedrückt habe. Und die haben wir überrascht. Shimmering Blue and White Portal. Enter. Hm. Anscheinend kommen wir dann zum Portsmouth Dungeon. Mal sehen, wo ich da lande. Okay, direkt beim Eingang vom Portsmouth Dungeon, also. Lasse ich das lieber. Weil sonst müsste ich hier wieder alle Kämpfe machen. Alles ist miteinander verbunden. Irgendwie gibt es überall einen Teleporter, der ihn überall hinbringt. Oder zumindest an bestimmte Orte. Der Säurepool ist deaktiviert. So. Ja, das ist tatsächlich ein... Ich meine, dieser Dungeon befindet sich im Startergebiet, also ist das auch ein Starter-Dungeon. Die Gegner hier sind alle nicht so wild. Wissen Sie ja, Barbaren wären schon was Schlimmeres, aber für uns jetzt nicht mehr. Für eine Anfangstruppe wären sie sicher heftig. Und hier sind auch... Hier wäre auch so eine Spur gewesen, wo wir durch die Gegend gefahren werden. Aber ich habe den Knopf schon gedrückt. Und hier wäre auch ein Säurebecken gewesen. Hier ist ein Teleporter, der mich wieder in die Dunkelkammer schmeißt. Also beide Teleporter bis jetzt haben mich hier in diese Dunkelkammer geschleudert. Hier ist ein 2x2 Raum, in dem nichts ist. Militärmänner und Sprites. Druiden und Shadowbiester. Jemand vergiftet. Ganz wenig bin ich verwundet worden durch inzwischen. Zentauren und Werwölfe. Und gleich ein nächster Kampf, der sich dem anschließt. Zufallskampf. So, es gibt also noch eine Ecke, die ich wirklich erkunden müsste. A banner reads, Corridor of Endless Encounters. Der Korridor der unendlichen Begegnungen mit Monstern. Das liegt nicht daran, dass es hier Begegnungen gibt. Oder doch? Das ist jetzt Zufall. Doch, okay. Nee, dann ist es wirklich so. Ich dachte, das wäre einfach nur so ein Gang, der uns immer wieder zurückwirft. Und weil man immer versucht weiterzukommen, wird irgendwann automatisch dann so ein Kampf passieren müssen. Weil das ein Zufallskampf ist, aber nee. Es gibt hier tatsächlich... Man wird zurückgeschleudert und man bekommt einen Kampf. Und es gibt das dreimal. Deshalb sage ich jetzt einfach Jump. Oder wir nehmen Rope und Hooks. Wir schwingen uns mal behende durch die Gegend. Springen einfach mal rüber. Fechten einen weiteren Kampf aus. Und springen erneut. Mit Rope und Hooks. Noch ein Kampf, Einhörner. Und springen erneut. Use F. So.
Hier finden wir 12.000 Gold, ein Bronze Key, Smelling Salt, also da ist das Smelling Salt wieder. Und das ist die Ausbeute, die man hier kriegt. Habe ich sonst noch was dafür bekommen? Nö. Bronze Key. Herr Klaub, nimm mal den Bronze Key. Aber ich habe ja schon einen Bronze Key. Okay. Ist das ein anderer Bronze Key? Wofür brauche ich ja nicht Bronze Key? Detect Magic. Also kann ich das Ding wegwerfen, weil ich brauche es ja nicht, weil ich es schon habe. Smelling Salt brauche ich auch nicht. Eigentlich ist hier ein Zauberer. Okay, die Sache ist die in diesem Dungeon. Es gibt hier 13 festgelegte Encounter, also Gegnerkämpfe. Und wenn man die noch nicht gemacht hat, dann sagt dieser Zauberer hier, hier ist ein verrückter crazed wizard exclaims, encounter the 13 and win the prize. Ja, und damit sind die 13 Kämpfe gemeint, die es hier gibt. Man darf natürlich die Map vorher nicht verlassen. Also hier ist 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ja. 13 Kämpfe gibt es hier. Und dann bekommt man halt von ihm eine Belohnung. 12.000 Gold und den Bronze Key. Und Smelling Salt habe ich noch als Bonus dazu bekommen. Wahrscheinlich ist der Zauberer deshalb so verrückt geworden, weil er zu viel Smelling Salt inhaliert hat. Ja, und das ist das Geheimnis des verrückten Wizards und dieses kleinen Starter-Dungeons eigentlich. Wenn man alle festgelegten Kämpfe hier gemacht hat, dann bekommt man von ihm eine Belohnung. Aber ich glaube, für eine Starter-Truppe werden die Kämpfe teilweise doch noch zu heftig. So Zyklopen, Barbaren, ja. Die haben viele Lebenspunkte. Nun gut, haben wir das auch erledigt. So, was können wir noch machen? Es gab noch eine Sache. Rejuvenate in the land the time forgot. Ja. Wir können nochmal zu Lord Inspectron oder Iron Fist gehen, um die ganzen Quests nochmal zu machen, aber nö. Steal all of the town treasure in Arlequin. Wir könnten die ganzen Schätze aus Arlequin stehlen. Klingt lustig genug, um das zu tun. Also, aber erstmal muss Restorion uns hier rausbringen. Zurück an die Oberfläche. Boah, Gegner hier. Oh, was war das? Was stand da? Avalanche! Oh nein! Ein Bergrutsch. Und, achso, wir sind dann hier eingesperrt in diesem Gebiet. Wenn wir nicht... Wir können natürlich fliegen. Wir können hier wegfliegen. Das wäre nur ein Problem für eine Starter-Truppe, die nicht wegfliegen könnte. Kobolde! Man muss den Mut dieser Gegner ja teilweise bewundern, dass sie sich gegen so eine Superheldentruppe, wie wir es jetzt sind, noch überhaupt stellen. Andererseits sind die wahrscheinlich auch alle super dumm. Mut und Dummheit. So. Und der einzige Weg für eine normale Truppe hier rauszukommen wäre, wenn man nach D2 gehen würde. Dann ist man hier in so einem Waldabschnitt, aber der ist durchlässig und dann... da gibt es da noch einen Kampf. Da auch nochmal. Da sind die Kleriker, die uns plus 4 Personalität geben würden. Und hier ist der Ausgang. Dann käme man hier wieder zu den Bäumen. Oh nein, ich will nicht zu den Bäumen. Ich will sie nicht erklimmen, nein. Ich hatte meinen Spaß mit diesem Blödsinn. Ich wollte nach Arlequin. Das ist in B1, ja. So, ich bin in... wo bin ich? D3. Elgory im Süden. Nach Elgory wollte ich nicht. In Elgory ist, glaube ich, am wenigsten los. Hier sind die Wyvernberge mal wieder. Im Norden ist Sorpigal. Hier ist Portsmouth. Und Castle Whitewolf. Hier ist, ja, was war hier nochmal?
der Krieger-Stronghold. Und Medusas Lair. Glaube ich. War das Medusas? Ja, Medusa ist hier. Sign pointing east, Erlequin. Da wollte ich hin. So, was machen wir in Erlequin? Wir versuchen natürlich, die Bude auszurauben. Es gibt hier viele Schätze in den Wänden. Nur alles ist hier solid. Und natürlich kann ich iteralisieren, aber ich denke, es sollte eigentlich auch eine andere Möglichkeit geben, hier an die Schätze ranzukommen. Müsste ich nur finden. Hier ist zum Beispiel eine Barriere. Es sieht mal wieder aus, als wenn hier eigentlich nicht sein müsste, aber so sind Barrieren ja gestaltet, dass... Das ist eigentlich eine Wand, die man nicht erkennt. Und überall gibt es hier Schätze. Was haben wir hier noch? Superior Training, also verbessertes Training. Three huge armor-clad knights bark in unison. Want a good workout? Drei große gepanzerte Ritter brüllen uns gleichzeitig an. Willst du trainieren? Nö, danke. Ich bleib bei Ottos Training. Aber sie haben eine hübsche 3x3 Trainingsstätte. Und hier hinten, im hinteren Bereich des Gebäudes, gibt es The Town Treasure. Steal? Yes, no. Ja, was passiert, wenn wir jetzt in Erlequin Sachen stehlen? Erlequin ist anscheinend eine reiche Stadt und sie haben überall Verstecke und Schätze und sowas. Problem ist nur, dann werden an den Kreuzungen, genauso wie in Portsmouth den Männern Lebensenergie abgezogen wird, kriegen wir es an den Kreuzungen hier mit Kämpfen zu tun, und zwar gegen Gegner, die nicht ganz schlecht sind, sag ich mal. Aber wir werden es wohl hinkriegen. Und wir finden 600 Gold und 10 Edelsteine. Und das ist der erste Streich. Verschlossene Tür. Und das ist einfach nur so ein Ganghaus. Eigentlich ein Seitenraum des Trainingsgebäudes. So. Dann, ja, wenn ich jetzt auf eine Kreuzung gehe. Town Guards, you are under arrest. Wir können jetzt, entweder angreifen, sie versuchen zu bestechen, weglaufen oder uns ergeben. Wenn wir sie bestechen, werden wir 8 Jahre auf unser Alter drauf bekommen. Weil, ja... Bestechen funktioniert nicht so gut. Ja. Also anscheinend kann man sie auch nicht wirklich bestechen. Ich kann es ja mal versuchen. Ich habe ja eigentlich genug Geld. High Court Sentence 8 Years. Ja. Für 8 Jahre werden wir dann ins Gefängnis gesteckt. Und dann sind diese Kämpfe hier deaktiviert. Und ich bin allerdings... Alle sind 8 Jahre älter geworden. Also Bestechung funktioniert bei denen nicht... Also das ist eigentlich das Schlechteste, was man machen kann. Besser wäre dann tatsächlich, dass man versucht wegzulaufen. Puff. Dann sind wir irgendwo anders gelandet. Irgendwo auf der Karte. Allerdings, einer von uns konnte leider nicht flüchten und der ist dann ausgelöscht. Was bedeutet, er bekommt auch dann, wenn er wieder hergestellt wird, 10 Jahre auf sein Alter. Also Gnoble wird dann 46 sein. Allerdings ist das besser, wenn einer 10 Jahre draufkriegt, als wenn alle 8 Jahre draufkriegen. Aber das Problem dabei ist auch, dass dieser... Town Guard-Kampf nicht deaktiviert wird. Das heißt, an jeder Kreuzung hat man es dann wieder mit denen zu tun. Also beim Weglaufen... Ja. Also wir haben so ziemliche Probleme. Und wir können uns ergeben. Das bedeutet, wir bekommen nur 2 Jahre drauf auf unser Alter. Wenn wir uns einfach ergeben und sagen, ja, wir sind schuldig, wir haben keine Entschuldigung dafür, wir müssen es machen. Wenn wir allerdings sagen, wir machen nichts davon, dann heißt es ein Kampf. Und zwar gegen Diamanten-Golems. Ja, es gibt Golems, die aus Diamanten bestehen. Und die sind stark. Sieht man allein daran, dass sie 15.000 Erfahrungspunkte jeder geben. Hohe Resistenzen, machen 3x1 D60 Schaden, haben Rüstungswert von 15 und 100 Lebenspunkte. Mal schauen. Einer schon mal gefallen. Ein zweiter ist gefallen, gut. Alle sind im Nahkampf. Ich mach mal Power Shield. Ich glaube, damit sollte es gut gehen. Ja. Und dann kriegt auch jeder 15.000 Erfahrungspunkte. Und wir kriegen nochmal 26 Edelsteine. Ist bloß die Frage, war es das jetzt mit den Kämpfen? Nein, wir müssen nochmal gegen sie kämpfen. So lange,
bis wir sie alle platt gemacht hätten. Oder vielleicht, bis wir die Map verlassen haben. Power Shield. Wieder 760 Edelsteine. So, wenn ich die Map jetzt mal verlasse, ich gehe mal in den Dungeon runter. Ne, da sind, gibt's auch wieder Town Guards. Okay. Die Edelsteine nehme ich noch mit. So. Wenn ich jetzt hier runter gehe und dann wieder hochgehe, dann sind die Kämpfe nämlich wieder weg. Okay. Also dann haben die Wachen wohl vergessen, dass ich hier alles, dass ich hier was geplündert habe. Hier gibt es einen Raum. Town Treasure Steel. Was auch einen Geheimraum gibt. Das mache ich. Auch wieder 600 Gold und 10 Edelsteine. So. Und die Wachen, jetzt sind die Wachen natürlich wieder aktiv, aber da ich die hier an dieser Stelle schon besiegt habe, tauchen sie nicht erneut auf. Also man muss keine Sorge haben, dass bei jedem Mal, wenn man was gestohlen hat, die Wachen neu auftauchen. Nur beim allerersten Mal, wenn man hier wieder was stiehlt, dann passiert das eben. Okay, ich will alles stehlen, was es hier gibt. Und da ich keine andere Möglichkeit sehe für mich, mache ich einfach hier Ätheralisieren. Klauen, klauen, klauen. Rauskommt man ganz gut, weil da gibt es dann so Einwegstraßen. Aber wie man da reinkommt, das ist eben die Frage. Überall gibt es eben hier 600 Gold und... Edelsteine. Ist gar nicht mal so viel. Zumal ich auch immer Edelsteine fürs Ätheralisieren opfern muss. Cast 6-3. Steal, yes. Wir stehlen alles. Wir beklauen Erlequin. Was verstecken ihre ganzen Chats auch in den Wänden? Das ist schon sehr verdächtig. Aber es gibt ja auch keine Banken in dieser Welt von My The Magic. Es gab es... Ab Teil 3 gab es das auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es das auch in Teil 2 schon gab. Zwei Diamanten-Golems. Was haben wir denn hier? Eine Bar. Okay, have a drink. Great stuff. Great stuff. Great stuff. Great stuff. Great stuff. Great stuff. Tip the bartender. Thanks a lot. Have another round. So ein Tipp. Irgendwas mit 8 Statuen. Listen for rumors. No rumors today. Na gut. Okay, hier ist die Bar. Was für eine Bar ist das? Tavern of Tall Tales. Anscheinend ist irgendjemand bewusstlos geworden. Lahak. Hat er zu viel getrunken? Möglich. Sehr befremdlich. Oder ist verprügelt worden von den Diamanten-Golems und ich habe nicht aufgepasst. Oh, hier gibt es Dunkelheit. Ah, und wir haben ein paar Skelette überrascht. Die lasse ich aber mal in Ruhe da rumtorkeln. Ja, jede Stadt hat eigentlich so ihr Thema. Und das Thema von Erlequin ist, glaube ich, es ist reich. Ich meine, die haben Golems aus Diamanten, um ihre Schätze zu bewachen. Also ich würde mal schon sagen, dass die gut betucht sind, alle hier. Hier gibt es auch noch was zu entdecken und schätzen. Raus durch eine Einbahnstraße. Hier ist auch eine Barriere. Das sieht aus wie eine ganz normale Passage. Ich kann durchgucken, aber es geht nicht weiter. Temple Gauche. Ah, hier sind die fetten Kleriker. Ja, so ein bisschen dekadent kommt einem Erlequin vor. So ein bisschen wie eine Stadt von reichen Leuten. Fette Kleriker und das beste Training der Welt. So ein bisschen arrogant.
Von daher fühle ich mich nicht ganz schlecht, wenn ich hier die Leute beklaue. Ich meine, die können es sich leisten, Golems aus Diamanten zu bauen. Aber es gibt auch viele Dunkelräume hier, in denen nichts weiter ist außer Dunkelheit. Die düstere Seite dieser Welt. So. Hoch auf Ätheralisieren. Das will ich mit einer der besten Zauber, um wirklich alle Bereiche dieser Welt zu erkunden. Es sei denn genau da, wo die Programmierer wussten, dass das da nicht passieren darf, wie zum Beispiel bei Lord Alamar. Ich guck mal auf meine Lebenspunkte. Ja, sieht noch alles gut aus. Autsch, das war nicht so gut. Ich bin vergiftet worden. Aber 4-2 wird Finessa von der Vergiftung befreien. Dann wird nochmal gerastet. Solid! Es ist solid! Steal the treasure. Hier ist eine Wand. Aber es gibt keine Wand, die Finessa aufhalten könnte. Oder Barriere. Four Star Foods. The chef says, I only serve the best. Hungry? Ja, er bedient auch nur die Besten. Na gut, dann gib uns was. Leisten kann ich's mir, aber teuer ist es sicherlich. Sorbigal ist definitiv der beste Ort, um sich Nahrung zu beschaffen. Weil es billiger ist und es keinen Unterschied gibt. Nicht so wie in Might and Magic 3, wo dann ja Orkschleim nur für 5 Tage und Goblin-Suppe nur für 5 Tage hält, Orkschleim für 10 Tage und so weiter. Oder die letzte Stadt das beste Essen hat. Und in Might and Magic 2 war es dann so, dass das beste Training, was man kriegen konnte, in auch in der letzten besten Stadt zu finden war. Nämlich in Atlantium oder Atlantum oder wie das hieß. Ein paar Pegasi. Ja, mit euch habe ich nichts. So, und die letzten Schätze. 600 Gold. Und 10 Edelsteine. So. Dann haben wir jetzt alle 800 Edelsteine. Und ich glaube, ich habe alle beklaut. Dank dem Questlog kann ich ja überprüfen, ob das wirklich so ist. Yep. Alle beklaut. Ich habe alle Wächter erledigt. Es gibt höchstens noch welche beim Eingang. Ich werde diese ganze Map aufdecken. So, Rückwärtsgang einlegen. Ja. Okay. Oh, ein paar Orks. Guten Tag. Ach, die guten alten Orks. Hier ist ein komischer Raum. Versteckt in der Wand, wo nichts drin ist. Adjusting his spectacles, an elderly gnome eyes the party and asks, signing in? Nein. Und da ist Wizard Aga wieder. I have no business with you. Be gone. Ja. Und dann schmeißt er uns wieder raus. Also, um die restlichen Felder hier aufzudecken, muss ich ätheralisieren. Wir ätheralisieren uns hinter Aga. Und ätheralisieren uns auch gleich wieder raus. Tschüss. Damit haben wir die ganze Map aufgedeckt. Also besteht vor allen Dingen aus Schätzen und wenn man irgendwas klaut. Das leichteste ohne Ätheralisieren und das einzige, glaube ich fast, ist ja hier beim Training. Superior Training. Und alle anderen, da müsste man... Und hier geht's auch nochmal. Hier kann man auch durch eine Einbahnwandbarriere hinkommen. Aber die alle anderen sind, so wie ich das sehe, nur durch Ätheralisieren zu erreichen. Oder durch den... Hallo? Oder durch den... Hallo? Was ist hier los? Goblins und Orks? Durch den Dungeon vielleicht. Aber hier muss man ja ein Passwort eingeben, weil sonst kriegt man minus 50 Lebenspunkte, wenn die Barrieren hier nicht deaktiviert sind. Und dazu muss man das Passwort eingeben. UQ2ME3. Von dem ich immer noch nicht weiß, wo ich diese Informationen herkriegen soll.
Hier gibt es auch nochmal Gold und Edelsteine in diesem Dungeon. Aber ich sehe so. Hier steht auch Teleport oder Etheralisiere, um hier hinzukommen. Also hier steht auch explizit, dass man da etheralisieren müsste oder teleportieren. Aber ich wüsste nicht, dass man durch Barrieren teleportieren kann. Barrieren sind ja eigentlich wie Wände, die man nur nicht sehen kann. Ansonsten sehe ich hier aber wirklich keinen Teleporter, der einen wieder nach oben bringen würde in die Stadt. Und wenn, dann müsste es ja wesentlich mehr geben, weil es gibt ja viele Bereiche in Erlequin, die man nur mit Etheralisieren erreichen kann. Also ich denke wirklich, ja, dass man das dafür braucht. So, die Diamanten-Golems wären jetzt theoretisch wieder da, wenn ich jetzt wieder anfangen würde, Sachen zu stehlen. Dann wären sie auch wieder da. Aber sobald ich diesen Bereich verlasse, zum Beispiel mit 4-8 von Restorian, dann wieder reingehe, dann haben sie es alle wieder vergessen. Wir sind nicht die, die ihr sucht. Wir sind nicht die Räuber, die ihr sucht. So, dann haben wir Erlequin stibitzt. Beraubt. Und es kommt auch immer wieder was Neues hinzu. Also das ist nicht so, dass wir die Leute da arm machen würden oder sowas. Das wäre ein toller Ort für Lord Archer oder Master Archer, um dort dann Sachen zu klauen, um das an die Armen zu verteilen, weil dann gibt es ja genug. Da gibt es ja anscheinend genug in Erlequin. Da landet der ganze Reichtum dieser Welt. Nicht bei uns, wir sind unschuldig. Verhältnismäßig. Ich fliege zurück nach Sorpegal. Erfahrungspunkte gibt es für das Klauen der Schätze nicht, aber eben Gold und Edelsteine. Flash Eater und Rabbit Jackals. Dass die es noch wagen. Finde ich immer wieder faszinierend. Framework! So. Eine Sache wollte ich noch machen. Und zwar sind wir jetzt ja alle ein bisschen gealtert. Lahak und Traximus sind 56, Gnurblus 36, ich glaube auch. Restorian ist auch schon 51 und Finesse ist auch 36. Um sich zu verjüngen, kann man einen Ort aufsuchen oder man kann einen Zauber wirken, der allerdings eine Wahrscheinlichkeit hat, fehlzuschlagen und uns dann 10 Jahre draufhaut. Das ist nämlich der Rejuvenate Spell, 6-3 des Klerikers, den Traximus dementsprechend nicht wirken kann, weil bei ihm ist ab Stufe 4 Schluss. Wenn ich jetzt sage Rejuvenate, 6-3, und ich versuche das mal bei Restorian, er ist jetzt 51 alt, dann hat er jetzt 3 Jahre abgezogen bekommen. So, und das kann man natürlich weiterspielen, wenn man nicht gerade weitermachen, bis man wieder 18 ist, weil tiefer als 18 geht's nicht. Aber um das ein bisschen zu vereinfachen, kann man auch ein Land besuchen, das Land, das die Zeit vergessen hat. Also die Zeit hat das Land vergessen. Und dort gibt es einen Ort, an dem man sich quasi um 20 Jahre verjüngen kann. Dieser mystische Ort befindet sich in E1 und der ist entweder durch irgendeinen Teleporter in dieser Welt zu erreichen oder eben etheralisiert. Irgendwas ist passiert. Dunkelheit. Und Gegner, weiße Drachen. Okay, ich mache mal Moonray. Und ich mache Meteorschauer. Denn wir haben ein paar Drachen hier. Okay. Ein bisschen muss ich aufpassen. Also rund um dieses Land, hier ist Wüste und dann beginnt so ein Abschnitt, der umgeben ist von Dunkelheit. Und da würde man ja schon sagen, irgendwas muss da ja sein, weil Impassable, sagt man, etheralisieren und befindet sich dann in einem mystischen Land voller Basilisken. Ich wollte schon sagen Dinosaurier. In einem Land vor unserer Zeit. Ich weiß gar nicht, ob das eine Anspielung darauf sein soll. Keiner ist bis jetzt versteinert worden. Gut. Könnt ihr auch auf Tyrannosaurier treffen.
Aber ich will in die Mitte dieses Gebietes. Hier gibt es noch Dino-Lizards. Also, im Grunde genommen ist das hier ein Dinosaurierland. Und in der Mitte befindet sich das hier. At the center of a land that time forgot stands an hourglass. Turn it. Ja, wenn wir dieses Stundenglas in diesem Land, in dieser Zeitkapsel sozusagen umdrehen, dann wird unser Alter um 20 reduziert. Was mache ich jetzt? Taximus wieder 36, Gnoblos 18, Herr Klaub ist 18, ganz jung, Finesse ist auch wieder 18, die anderen sind alle noch ein bisschen älter. Das sind die Erwachsenen. So, jetzt bloß die Frage, wenn ich jetzt wieder hier nach E1 zurückfliege, dann ist die Map ja resettet, ob das dann nochmal klappt. Oder ob das eine einmalige Geschichte ist. Hier sind Rocks. Die guten alten Rocks. 15.000 Erfahrungspunkte geben sie. Rocks sind ja aus der, ich glaube, arabischen Mythologie, aus Aladdin oder war es Sindbad? Auf jeden Fall sind das Riesenvögel. Ist auch ein Monster in my pocket Monster. Nicht zu verwechseln mit dem Greifen. Die haben auch über 100 Lebenspunkte. Machen 3x 1d50 Schaden. Ich glaube, ich mache mal hier Protection, hier Power Shield. Das könnte nicht verkehrt sein. Und danach, weil ich es kann, Meteorschauer. Und dann wird gekloppt. Hui. Okay, das war der Kampf. Too dangerous to rest here. Kann man nicht rasten. Und dann gibt es wieder unsere guten alten Dino-Beetles. Die darf ich auch nicht unterschätzen. Ich wollte jetzt schon einen Schnellkampf machen, aber nö. Ich heile Finessa mit Power Heal. Natürlich könnte ich auch Moonray machen. Okay, einige Dino-Beetles laufen auch schon weg. Ah, nochmal Meteorschauer. Okay. Ah, die halten viel aus. Ein Chainmail wurde gedroppt. Und nochmal ein Stundenglas. Und jetzt sind auch alle wieder blutjunge 18 Jahre alt. Also man kann hier mehrmals hin. Man muss sich bloß durch ein paar Dinosaurier oder Riesenvögel durchkloppen. Und dann hat man hier eine Möglichkeit garantiert, schnell sein Alter wieder zu reduzieren. Man muss bloß eben Etherealisieren beherrschen und durch die Wüste kommen können. Basilisken mit ihren 8 Gliedmaßen sind anscheinend auch Dinosaurier. Oder prähistorisch. Fällt mir jetzt auf, dass das Vieh ja eigentlich 8 Gliedmaßen hat. Im Grunde genommen ist das also eine Spinne. Das ist bizarr. Ich find's cool, aber es ist trotzdem bizarr. Ich mach Power Shield an. Wobei die größte Gefahr von Basilisken ist ja, dass sie versteinern können. Wieder Dino-Beetles. So sehen also Dinosaurierkäfer aus. Mit den Riesenzangen. Ah, 7-4. Ich mach Power Shield an. Dieser Kampf könnte etwas länger dauern. Und Meteorschauer. Oh, einmal habe ich sogar 100 Schaden gemacht. So, dann haben wir noch Gnoblo, der kann auch mal einen Blitz abfeuern. Nochmal Meteorschauer. Und dann hauen die meisten auch schon ab. So, dann will ich bloß noch hier raus. Also man kann hier Kämpfe mit Rocks, Basilisken oder ähnlichen bekommen. Und Tyrannosauriern. Bis jetzt habe ich noch keinen Tyrannosaurus-Kampf gehabt. Du bist ein Basilisk. Menno. Das sind Rocks. Sehen mehr aus wie Hippogreifen. Na gut. Feuerball ins Gesicht. Ups, ich habe mich selber getroffen. Herr Klaub ist ziemlich angeschlagen. Was greift ihr mich an? Ich gehöre zu euch. Er ist der Kampfschwächste von allen.
aber wir mögen Herrn Klaub trotzdem irgendwie. Autsch, das tat weh. Okay, wir müssen aufpassen. Restorian ist fast am Ende. Er muss sich selber heilen. Finessa, du machst hier Meteorschauer. Oh, das war nicht sehr erfolgreich. Lahak hat nur noch einen Lebenspunkt. Schlag um dich, Mann! So, Blitz. Ist einer bewusstlos? Nee. Gut, 15.000 Erfahrungspunkte. Aber rasten kann ich hier nicht. In diesem ganzen unbekannten Land, in dem die Dinosaurier und Basilisken rumrennen, kann man nicht... rasten. Das muss man außerhalb machen. Noch mehr Rocks. Framework. Ach, Mann. Ich würde so gern gegen einen Dinosaurier kämpfen. Ich mach mal einen Sunray. Ich weiß noch, Rocks waren auch in Might & Magic 3 ziemlich starke Gegner. Da hatten sie aber links zwei Köpfe. Tyrannosaurus! Okay, ich dachte, vielleicht haben sie eine eigene spezielle Grafik, aber ich habe schon gedacht, das wird wahrscheinlich sowas ähnliches sein wie der, wie die Basilisken-Grafik. Und anscheinend sind auch die Tyrannosaurier in dieser Welt von mit Arachnoiden verwandt. Mit Spinnen. Okay, die haben 243 Lebenspunkte. Rüstungswert von 10. Und machen 1d200 Schaden. Autsch, also Power Shield ist hier Pflicht. Und die sind alle im Nahkampf. Oh Mann, ich wollte diesen Kampf machen und jetzt will ich ihn nicht mehr machen. Und die geben auch nur 5000 Erfahrungspunkte. Also das ist viel zu wenig für so einen Kampf. 1d200 Schaden macht so ein Vieh. Und die haben über 200 Lebenspunkte. Die haben alle 240 Lebenspunkte sogar. Ich habe jetzt einen getötet. Ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Außer Moonray, ja, okay. Zum Glück kann ich den wirken. Und Power Shield als erstes auf jeden Fall. Oh, das tut weh. Autsch, 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 autsch. Die haben voll reingehauen. Oh Mann. Das tut weh. Okay, Divine Intervention? Nee, Moonray. Ich mach Moonray. Das ist eine sichere Bank. Und Meteorschauer, ja. Okay, ein paar Tyrannosauren rennen auch schon weg. Das ist gut. Moonray. Ah, Gnoblo und der Klaub sterben fast. Meteorschauer. Wir töten die Dinosaurier im Grunde genommen genauso, wie sie damals auch getötet wurden. Vermuteterweise durch Meteore. Und jeder kriegt nur ungefähr 4000 Erfahrungspunkte. Die Ausbeute sind so 3300 Gold. Also für so einen starken Kampf lohnt sich das überhaupt nicht. Und keinerlei Schätze. Aber ich wollte es mal sehen, so ein Tyrannosaurus. Und jetzt nicht mehr. Jurassic Park is frightening in the dark. All the dinosaurs are running wild. Ja, das war ein Lied, oder ist ein Lied von Weird Al Yankovic. Eine Parodie von einem anderen Lied. Ich kenne nur das. Ah, okay, rasten sollten wir. Und speichern. Framework, unser ewiger Begleiter in diesem Lauf. So, und wir haben Stufe 18 auf jeden Fall erreicht. Wir haben 781 Edelsteine. Ich habe ein paar verbraten durch unsere Kämpfe gerade eben, aber gut. Stufenaufstieg ist bald wieder dran für Traximus, aber auch noch 13.000. Dann hätten wir Stufe 19. Aber ich sag mal so, im Grunde genommen gibt es noch irgendwas, was wir hier von den offiziellen Quests nicht gemacht haben. Wir haben das Glücksrad gedreht, wir haben Arlequin bestohlen, wir haben das Rätsel des Quadrates gelöst, mehr oder weniger. Wir haben Lord Iron Fist Quests gemacht, wir haben Lord Inspectrons Quests gemacht, wir haben Lord Hackers Quests gemacht. Wir haben das Hundegeheimnis gelöst. Wir haben uns auf die Waagschale der Gerechtigkeit gestellt. Wir haben Oaks sein Augenlicht wiedergegeben mit dem komischen Schachrätsel. Wir waren beim verrückten Zauberer.
soeben. Wir waren bei Arenko Gaia und haben also den blöden Bäume erklommen. Wir haben Dragadune-Läufe gemacht, mehr als genug. Wir waren auf Trivia Island, haben dort alle Fragen beantwortet. Jetzt könnten wir bloß noch, ja, noch ein bisschen Tundranium in den Caves von Coron Bluff besorgen, aber da war ich auch schon und... ja. Bringt mir alles nichts. Wir können uns noch den Silver Key uns besorgen vom Ancient Glacier in B1. Dann hätten wir alle Schlüssel. Wisst ihr was, das mache ich jetzt nochmal. Aber danach wüsste ich jetzt nicht mehr, was es noch groß zu tun gibt in dieser Welt. Ne? Tatsächlich. B1. So, wo ist dieser Glacier? Das muss irgendein Gletscher sein. Ich laufe mal hier durch die Eis und... durch das Eis und die Eisberge. Was ist damit? Komischen Gegnern zu tun. Ich finde Knoblauch. Hey, Knoblauch ist wieder da. Auch keine starken Gegner. Da waren die Dinosaurier auch schon eine ganz andere Hausnummer. Hier gibt es noch Battle Rats. Belladonna finde ich auch mal wieder. Ach, ist schon lange her, dass wir das gebraucht haben für die Quest von Lord Hacker, damit er seine komische Suppe da brauen kann. Das war noch Zeiten, als ich Suppenbestandteile gesucht habe. Aufgaben für echte Helden. Hier ist ein Stück Wald. Und hier sind 2400 Gold und der Silver Key. Hier ist nochmal ein Kampf gegen Whites Gnome und irgendwas, was jetzt schon tot ist. Oh, jetzt... Mist, ich hab den Schlüssel weggeworfen. Ah, okay. Erkunde ich den Rest dieser Eislandschaft. Es gibt Eisberge und einfach nur Eis. Fire Ants und ein Karatitgard als Anführer. Was passiert, wenn man zu schnell ist? Okay, was machen wir? Wir fliegen nochmal nach B1. Und jetzt werde ich einfach eteralisieren zu dem Berg hin. Die Kämpfe bringen nicht so viel. Und dann finde ich nochmal das Gold und den Silver Key. So, und der wird... den kann Traximus behalten. Dann bekommen Lehak und Gnoblo künftig dann die Gegenstände. Aber ich wüsste jetzt auch gar nicht mehr, wie viele... oder welche das sein sollten. Ich meine, es gibt schon noch bessere Waffen und Rüstungen, so ist es nicht. Aber das ist halt eine Frage, ja, wie oft will man Kämpfe gegen rote Drachen ausfechten, damit man bessere Ausrüstung bekommt. Im Kampf gegen, ja, was für Gegner jetzt noch, ne? Wir haben schon Golddrachen platt gemacht. Und, na gut, Erzdämonen oder sowas, aber die können uns auslöschen, gegen die möchte ich ungern kämpfen. Ich gehe nach Sobika zurück. Lass mich nach Hause. Von daher würde ich fast sagen, das Spiel ist vorbei. So ein bisschen ist das mein Eindruck. Ja, manche haben für dieses Spiel 150 Stunden gebraucht. Und ich kann auch verstehen, warum. Ohne die Hilfe, die ich hier hätte, durch dieses Where Are We-Tool, ich hätte sicher 5000 Stunden gebraucht oder so, um wirklich alles zu entdecken. Und dann hätte ich immer noch nicht... dann hätte ich mir auch selber Karten zeichnen müssen. Ich meine, man kann Where Are We natürlich so einstellen, dass man nur das hier angezeigt bekommt, was man auch selber aufgeklärt hat. Und sich selber Notizen dazu machen und so weiter und so fort. Nur, ich habe mir gedacht, es würde Äonen dauern dann. Und man will ja auch irgendwann mal fertig sein. Aber es war schon eine Reise. Ne? Das ist der erste Teil von Might & Magic. Das Einzige, was jetzt noch zu tun ist eigentlich, ist es, zu den Gates to Another World zu gehen. Und die sind ja auch in B1. Die sind ja auch auf der Karte verzeichnet. Hier, die Gates to Another World. Da oben sind sie. In der B1, also da, wo wir gerade auch schon mal wieder waren. Und ich fliege da mal hin.
Mal sehen, was passiert. Wir haben das Secret of the Inner Sanctum gelöst. Mal sehen. Congratulations, distinguished travelers. The gates are now open to you. In order to pass through, you must first find Might and Magic Book 2. Eine Reim. Ah, jetzt müssen wir Might and Magic Book 2 finden. Wo finde ich das denn, bitteschön? Im Fachhandel Ihres Vertrauens. Ja. Und dann kam eben Book 2. Und das ist dann Might and Magic 2. Und so begann die große Spielereihe Might and Magic. Mit vielen Ablegern. Berühmtester Ableger ist natürlich Heroes of Might and Magic. Was anscheinend auch die Originalreihe überlebt hat. Zumindest von der Popularität oder von den Remakes her. Also der letzte mir bekannte Might and Magic Teil ist Might and Magic... Also 9 und ich weiß, es gab mal 10. Und ich weiß nicht, ob es inzwischen Remakes gab. Ich müsste mich da mal reinlesen. Aber auf jeden Fall gab es dann noch ein paar andere Spiele. Es gab dann Dark Messiah of Might and Magic, so ein Action-Klopper mit viel Physik-Spielereien. Den habe ich mal gespielt. War ganz witzig. Aber sehr actionlastig dann. Und es gab noch ein actionlastigen Ableger, Crusaders of Might and Magic. Das war schon ein bisschen älteres Spiel. Kam, glaube ich, auch auf der PlayStation 1 raus. Und war auch ein bisschen buggy, soweit ich das noch im Kopf habe. Aber ja, so mit diesem Spiel begann im Grunde genommen die Erfolgsstory, ja, muss man so sagen, von Might and Magic. Und ja, neben Wizardry, Bard's Tale und Ultima, einer der ganz großen, ja, Klassiker. Kommt jetzt noch irgendwas? Nee, Solid. Ach so, es kommt bloß ein Text, okay. Ich dachte, jetzt kommen noch Credits oder sowas. Aber die waren ja wohl schon am Anfang zu sehen, also... Ja, jetzt müssen wir Might and Magic Book 2 finden. Ich mache keine Versprechung, dass ich das nochmal machen werde. Weil es war der Wunsch von irgendeinem Kommentator, der mich angeschrieben hat und sagte, hey, mach doch mal ein Let's Play von Might and Magic 1. Hat noch kaum einer gemacht. Ich meine, ich hatte damals vor 2000, was weiß ich, 10, 11, 12, hatte ich mal ein paar Videos dazu hochgeladen tatsächlich, um ein paar Sachen zu zeigen, wie die Dragadune-Geschichte und wie man einfach auflevelt. Aber jetzt habe ich mal ein komplettes Let's Play gemacht, von Anfang bis Ende. Ja. Und Might and Magic 2 habe ich auch ein paar Videos zu gemacht und ob ich das dann noch machen werde, mal sehen. Aber dann auch wieder mit Where Are We? Weil das ist einfach toll. Hier geht auch Might and Magic 2 mit. Und ja. Wie gesagt, es würde zu lange dauern sonst. Weil ich zu dusselig bin für diese Rätsel. Ich meine, dieses Schachrätsel, dieses eine oder auch dieses Mathe-Rätsel, da wäre ich. Bin ich auch heute noch vollkommen raus. Da müsste ich mich erstmal 1000 Jahre lang durchlesen und ich dann begreife, was die eigentlich von mir wollen. Aber ich denke, wir haben soweit alles. Zumindest alles Wichtige gemacht. Ich meine, das Spiel ist durchgespielt. Die wichtigsten Quests sind erledigt. Jetzt können wir nur noch ein paar Sachen wiederholen, die wir schon mal gemacht haben. Vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten entdecken in dieser Welt, die nicht gerade zu den Quests dazugehören. Vielleicht machen wir noch mal eine Rundreise durch die Welt von Might and Magic 1. Einfach so durch Waren. Einfach so zum Spaß. Framework. Ja, Framework wird uns wohl begleiten. Vampire Bats, hey, die geben sich auch nochmal die Ehre zum Abschied. Aber ja, ich würde fast sagen, das war's dann erstmal. Wir wären bei Level 18 im Alter von 18 Jahren. Es ist so, als wenn wir nie weg gewesen wären. Und so geht das Abenteuer ewig weiter. Naja, vielen Dank fürs Zusehen. Das war erstmal wieder GBFA Kanal Altmeister mit dem Let's Play von Might and Magic, Secret of Inner Sanctum, Might and Magic 1. Ja. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Adios!